Hallo und herzlich willkommen zu meiner Zusammenfassung der 94. Oscar-Verleihung. Ich möchte euch hier ein bisschen sagen, wie der Abend ablief, beziehungsweise natürlich auch sagen, wer einzeln gewonnen hat. Neu war diesmal, dass wir zurück im Dolby Theater sind und auf der anderen Seite aber auch drei Hosts haben, nämlich einmal Wanda Sykes, Amy Schumer und Regina Hall. Das funktioniert in dem Trio eigentlich ganz gut. Allerdings war das Problem, dass die viel zu wenig zu sehen waren und dementsprechend wirkt es eher so, als hätten die Presenter genauso gut alles machen können. Und deswegen ist es schade, weil eigentlich ist ein Host wichtig für so eine Show, aber irgendwie kriegen es die Oscars in den letzten Jahren nicht richtig hin. Und dazu muss man auch noch sagen, dass die ganze Show insgesamt etwas verkürzt wurde. Es wurden mehrere Kategorien rausgenommen, was super schade ist, weil einige ja wichtige Kategorien, vor allem im technischen Bereich, einfach ja rausgezogen wurden. Sie wurden zwar gezeigt, aber nur so ganz kurz und die Reden wurden gefühlt auch immer ein bisschen kurz gehalten, dass man halt Zeit spart. Das Ganze soll für mehr Entertainment sorgen, war am Ende aber eher so, dass man ja wenig, das hat keinen Mehrwert gebracht. Dementsprechend einfach schade und so viel kürzer war die Show dann gefühlt auch nicht. Auf jeden Fall gab es dann noch den kleinen Hinweis, dass zum Beispiel Samuel Jackson den Ehren-Oscar zuvor gewonnen hat. Und ja, dann fingen wir auch gleich an mit der besten Nebendarstellerin. Und da war meine Favoritin persönlich Judi Dench. Ich mag sie sehr, vor allem in ihrer Rolle hier in Belfast war das sehr authentisch, sehr cool, auch wenn sie nicht so viel zu sehen war. Allerdings war meine zweite Favoritin hier Ariana DeBose. Die hat den Preis dann am Ende auch gewonnen. Sehr emotionale Dankesrede, vor allem mit einem starken Standpunkt zu Diversität. Und ja, man soll sich so fühlen, wie man ist und sich nicht verstellen, so nach dem Motto. Weiter ging es dann mit einigen Kategorien, die ja sozusagen schnell abgerattert wurden, weil sie eben zuvor aufgezeichnet wurden. Zum einen bester Sound, den hat Dune gewonnen. Ebenso bester Soundtrack, da sind wir wieder bei Dune gelandet, genauso wie bei Filmschnitt. Und dann kamen wir wieder zur richtigen Kategorie, die richtig in der Show gezeigt wurde. Und da haben wir ebenfalls Dune mit der besten Kamera, nämlich Greg Fraser mit seiner Kameraarbeit. Sehr, sehr beeindruckend das Ganze. Dune ist ein Film, der gar nicht mal so schlecht abgeschnitten hat bei den Oscars hier. Weiter ging es dann zur besten Kurzdokumentation und da hat The Queen of Basketball gewonnen. Die Doku gibt es auch online kostenlos zu sehen auf YouTube oder Vimeo. Und es geht eben um Lucia Harris, die eine der ersten schwarzen Basketballerinnen war, also der Profi-Basketballerinnen und ja, die auch im Januar diesen Jahres verstorben ist. Und das ist eine Dokumentation rund um Archivmaterial über ihre Geschichte, ihr Leben und ihre Karriere. Weiter ging es dann mit den besten visuellen Effekten und da haben wir auch einen deutschen Gewinner, nämlich mit Dune. Da hat Paul Lambert mitgearbeitet, der hat unter anderem aber auch schon einen Oscar für Blade Runner 2049 für die visuellen Effekte erhalten und das ist dementsprechend sein zweiter hier jetzt. Bester animierter Spielfilm, da war ja eigentlich fast so Disney schon komplett gesetzt, weil alle Kategorien oder alle Filme waren irgendwie da raus aus dem Disney-Kosmos, bis auf ein paar wenige. Unter anderem auch Mitchells gegen die Maschinen war mein persönlicher Favorit. Hier ist es dann allerdings Encanto geworden. Da fand ich dann interessant, dass zum Beispiel Clark Spencer mitgewonnen hat, der das Ganze mitproduziert hat. Und den habe ich vor ein paar Jahren auch bei Chaos im Netz persönlich getroffen. Dementsprechend ganz nette Anekdote an der Stelle. Weiter ging es dann mit dem besten animierten Kurzfilm und da hat The Windshield Wiper gewonnen. Der benutzt einen sehr interessanten Animationsstil und zeigt verschiedene Personen in ihrem Alltag. Sehr interessant auf jeden Fall. Weiter geht es dann zum besten Nebendarsteller. Da war mein Favorit hier Ciarán Hinds aus Belfast. Ich fand auch seine Rolle richtig cool, authentisch, hat mir gut gefallen. Hier ist es aber dann Troy Kotsur geworden aus Coda und damit ist er der zweite Oscar-Gewinner, der gehörlos ist. Und das war auf jeden Fall sehr emotional, wie er seine Rede rübergebracht hat. Das Ganze natürlich gedolmetscht sozusagen, alles mit Zeichensprache und dann wird geovervoiced. Wirklich sehr interessant und emotional. Bester internationaler Film, da waren einige interessante nominiert, keine deutsche Nominierung, aber hier hat Drive My Car, der war schon so heimlich gesetzt, weil er in einigen Kategorien nominiert war, gewonnen und dementsprechend kommt er hier aus Japan, der beste internationale Film. Bester Live-Action-Kurzfilm, da hat gewonnen The Long Goodbye, ein Film, der von Riz Ahmed
produziert und mitgespielt wurde. Er ist die Hauptfigur in dem Film und es geht eben um Rechtsextremismus und Feindseligkeiten gegenüber Moslems in Großbritannien. Das Ganze ist eine Art Promo-Aktion zum gleichnamigen Musikalbum gewesen. Auch kostenlos auf dem YouTube-Kanal von Riz Ahmed zu sehen. Weiter geht's zum besten Costume Design. Dort ist mein Favorit ausgezeichnet worden, nämlich Cruella. Das ist ja ein Film, wo es um Mode geht. Dementsprechend war es hier auch nachvollziehbar, dass Jenny Bevan ihren dritten Oscar bekommen hat für das Costume Design von Cruella. Kommen wir zum besten Originaldrehbuch. Also das Drehbuch, das nicht auf irgendwas basiert, so anhand von Buch oder Geschichten, die man oder Zeitungsartikeln oder sowas, sondern halt wirklich eine Originalstory. Und da hat Kenneth Branagh im Grunde mit seiner eigenen Geschichte, die er verfilmt hat, in Belfast gewonnen, was wirklich sehr beeindruckend war. Dementsprechend geht es aber weiter zum adaptierten Drehbuch. Da war mein Favorit Dune. Allerdings ist es hier dann ebenfalls Coda geworden. Und man muss sagen, ich habe Coda nicht gesehen, aber das scheint eine wirklich sehr interessante, tiefgehende Geschichte zu sein. Mal schauen, alles auf jeden Fall verfügbar auf Apple TV Plus. Der beste Dokumentarfilm ist auf Disney Plus, wir haben viele Pluses wieder mal, zu sehen, nämlich Summer of Soul. Ein Dokumentarfilm aus Originalaufnahmen des Harlem Culture Festivals aus dem Jahr 1969. Weiter geht's mit dem besten Production Design. Da war mein Favorit Nightmare Alley, weil diese Welt insgesamt mit den einzelnen Sets richtig, richtig cool aussah. Hier ist es aber ebenfalls Dune geworden, der genauso gut geworden ist. Dementsprechend hier ganz klar nachvollziehbarer Gewinner. Weiter geht's zum besten Originalsong und da war es eine kleine Überraschung, denn den hat Billie Eilish zusammen mit ihrem Bruder für den Song No Time to Die gewonnen zum gleichnamigen Kinofilm von James Bond. Und ja, das war wirklich eine Überraschung. Sie hatten, glaube ich, nicht ganz damit gerechnet und dementsprechend kann man es ihnen gönnen, auch wenn es persönlich nicht mein Favorit gewesen wäre. Aber diese Kategorie ist eh oft ein sehr großer Streitpunkt, wie ich finde, und sehr nach persönlichem Geschmack geprägt. Weiter geht's zur besten Regieleistung. Da war mein persönlicher Favorit Kenneth Branagh für Belfast. Hier hat's aber ebenfalls meine zweite Favoritin gewonnen, nämlich Jane Campion für The Power of the Dog. Und das ist auch so, The Power of the Dog hat sehr, sehr wenige Auszeichnungen bekommen. Zwar viele Nominierungen, aber wenig Auszeichnungen, aber auch eine der wichtigsten hier dann mit dementsprechend Jane Campion. Weiter geht's zum besten Hauptdarsteller. Da bin ich ja ein Riesenfan von Tick, Tick, Boom zusammen mit Andrew Garfield, der da richtig toll performt hat. Hier war es aber relativ klar, dass es Will Smith wird, weil der hat, sagen wir mal, so viel dafür getan in der Promotion, dass er diesen Preis gewinnt. Er spielt definitiv gut, aber es gab auch andere, die mitnominiert waren, die deutlich mehr gezeigt haben als er. Aber es zeigt halt mal wieder, dass Will Smith sehr, sehr gut in der Promotion ist, aber dass er eben auch schauspielern kann, was er nicht in all seinen Rollen zeigt. Dementsprechend geht's aber weiter zur besten Hauptdarstellerin und da war zum einen meine Favoritin Kristen Stewart in Spencer, die sehr speziell gespielt hat und das sehr, sehr authentisch rübergebracht hat, aber hier ist es Jessica Chastain geworden, aber hauptsächlich wahrscheinlich auch deswegen, natürlich, es ist so eine Rolle so einer starken Frauenfigur, was sie öfter spielt. Und es ist ein typisches amerikanisches Thema, nämlich The Eyes of Tammy Faye, wo sie eben diese Figur spielt, die ja in Amerika sehr, sehr bekannt ist. Ebenfalls wie bei Being the Ricardos, das ist auch ein sehr typisches amerikanisches Thema und in anderen Ländern ist das eher alles unbekannt. Und dementsprechend hat auch The Eyes of Tammy Faye das beste Hairstyle und Make-up bekommen, wobei das auch echt krass ist, wie sie Jessica Chastain hergeschminkt haben. Und jetzt kommen wir zur letzten Kategorie und auch zur wichtigsten, nämlich der beste Film. Wer war denn da nominiert? Wir haben Belfast, richtig toller Film, Coda, sehr interessante, Don't Look Up, Netflix-Film mal wieder, Drive My Car, ausgezeichnet worden für bester internationaler Film, Dune, mega gut an den Kinokassen gelaufen, King Richard, sehr inspirierende Geschichte, Licorice Pizza, tolle Coming-of-Age-Geschichte, Nightmare Alley, super atmosphärisch, The Power of the Dog, Jane Campion als beste Regisseurin ausgezeichnet worden und West Side Story mit Steven Spielberg. Also, es ist aber am Ende dann Coda geworden und dementsprechend hat auch Coda
alle Nominierungen abgeräumt. Also der hat dreimal ist er nominiert worden und hat auch alle drei Preise gewonnen. Sehr beeindruckend, das haben nicht viele geschafft und insgesamt muss man sagen, ist Power of the Dog sehr, sehr leer ausgegangen, obwohl der so viele Nominierungen bekommen hat. Aber das ist immer nicht so ein ganz gutes Zeichen. Ebenso Belfast leider nicht so viele bekommen. Allerdings muss man sagen, dass der klare Gewinner hier, und den hat irgendwie keiner so richtig auf dem Schirm gehabt, Dune ist. Mit 6 Gewinnen von 10 Nominierungen. Das allerdings hauptsächlich in eher technischen Kategorien und nicht zum Beispiel mit dem Schauspiel ausgezeichnet worden. Dementsprechend, die Oscars, die 94. Oscars, waren alle etwas träge und nicht so unterhaltsam, wie ich es mir gewünscht hätte. Und es war am Ende so, wo man sagt, okay, ja, wann geht's weiter? Leider gab es auch bei ProSieben ein paar technische Probleme, dass es immer wieder mal einen Bildausfall gab oder zum Beispiel die Qualität runtergeschraubt wurde. Also das ist ein bisschen schade, aber sonst war es insgesamt leider so von der Show her, wo ich mir sage, wow, es, glaube ich, werden nicht die besten Quoten auch dieses Jahr nicht sein, weil so entertaining, wie sie es machen wollten, ist es leider nicht geworden. Und ja, dementsprechend, ich habe zu den meisten Filmen auch eine extra Kritik gemacht. Schaut auf jeden Fall auf dem Kanal vorbei. Dort könnt ihr die euch nochmal anschauen, wenn ihr euch für einzelne Filme genauer interessiert. Und ja, dementsprechend, lasst gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und auch gerne ein Abo, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Aktiviert die Glocke in diesem Sinne. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!